Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Full-Face M-Asam Magic Finish, ne? Neuheiten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alle Produkte, die ihr hier seht, habe ich mir entweder selber gekauft oder sie waren im Adventskalender drin. Ich habe aber Affiliate-Links, die setze ich euch mal unten in der Infobox. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Ich starte hiermit, das ist die Glow-Up Cream, Magic Care ist die neue Reihe von M-Asam, was ich auch ganz interessant finde. Das heißt, da hast du Pflege und dekorative Kosmetik quasi in einem. Und ja, hier gebe ich mir mal ein bisschen was auf meine Hand. Riecht einfach cremig, recht angenehm. Und das möchte ich gerne als Primer verwenden. Übrigens findet ihr auch diesen Haarreif bei Asam Beauty im Online-Shop. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, ne? Jo, die Creme ist sehr angenehm, hat sich gereimt, finde ich gut. Und ja, macht ein schönes Ergebnis, finde ich, ne? Hat nicht gekrümelt, hat sich gut vertragen mit meiner Haut. Und jetzt mache ich weiter mit einem Produkt, was neu ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da mache ich jetzt aber gleich erstmal nur die eine Hälfte des Gesichtes. Und zwar ist es aus der M-Asam Magic Care Reihe der Perfect Tint Instant Optimizer. Das ist halt eine, ja, durchsichtige Foundation soll das sein. Das finde ich sehr interessant. Also ich mache es auch auf, ne? Das ist alles neu. Also fast alles, was ich hier verwende heute. Und das ist natürlich der Wahnsinn in Tüten. So schaut das auch wirklich aus. Aber irgendwie halt auch wie so ein Zwischending zwischen der Magic Finish Geschichte und einer Creme. Ich gehe jetzt hier mit meinem Finger rein. Man neigt jetzt natürlich dazu, super viel zu nehmen, weil es aussieht wie eine Creme, ne? Aber das sollte man nicht tun. Ich gebe mir das hier einfach mal auf mein Gesicht. Und hier habe ich auch so Rötungen, ne? Ich habe ja auch immer Sommersprossen, die natürlich dann im Sommer etwas intensiver werden und im Winter etwas dezenter sind. Aber sie sind immer da. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr silikonig an. Aber das macht auf meinem Gesicht jetzt nicht wirklich was, oder? Schaut euch das mal an. Ich kann mir vorstellen, dass ich das als Primer verwenden könnte. Das kann was werden mit uns, ne? Aber jetzt nicht als Foundation, nee. Also eine Foundation soll andere Sachen erreichen, wie das, was hier jetzt gerade passiert. Also das hier ist jetzt so ein bisschen geblurrt, mattiert, ne? Aber ich persönlich möchte schon Deckkraft haben. Also, dass so das Hautbild ausgeglichen wird, dass Rötungen kaschiert werden und man schon so eine Ebenmäßigkeit eben dadurch hinbekommt, indem man halt, ja, ein einheitliches Tongedönsen auf dem Gesicht hat. Das macht der Instant Optimizer nicht, ne? Also, würde ich jetzt nicht so sagen. Hat der Falten kaschiert? Würde ich jetzt auch nicht so sehen? Nee. Also ich habe hier genauso wie hier Lachfältchen, ne? Mag ich, aber ist alles in Ordnung. Ja, also für mich muss das jetzt nicht so unbedingt sein, oder? Nee, nee, nee. Deswegen werde ich mir jetzt auch das nicht auf die andere Seite auftragen. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir können ja mal gucken, wie das als Primer funktioniert, wenn ich darüber das Magic Finish einfach auftrage. Das ist ja das Mousse Make-up, was wir so kennen, was einfach spektakulär aussieht. Und was man am besten mit den Fingern aufträgt. Ja, und das gefällt mir doch jetzt deutlich besser, ne? Also da muss ich halt sagen, als Primer funktioniert das wirklich toll, weil auf dieser Seite, wo ich den Instant Tint Optimizer aufgetragen habe, ließ sich das Magic Finish auch viel leichter auftragen, als auf der Seite, wo ich halt nur die Creme drauf hatte. So oder so, finde ich, sieht mein Hautbild jetzt ziemlich ausgeglichen aus. Ich habe aber durch die Glow-Up Cream noch einen leichten Glow und habe einfach einen schönen Look, ne? Und das soll ja auch das Magic Finish machen. Ich habe jetzt das Magic Finish auch wieder für mich entdeckt. Vorher mochte ich das irgendwie eine Zeit lang auch nicht ganz so gerne, weil das bei mir auch nicht so gut funktioniert hat. Wahrscheinlich, weil ich zu viel verwendet habe. Und durch das letzte Hashtag Ungeschönt Video, wo ich ja die Adventskalenderprodukte ausprobiert habe, bin ich hierzu wieder gekommen und greife da auch gerne zu. Als nächstes trage ich einen Concealer auf. Da gibt es jetzt auch einen neuen. Das ist der Magic Finish Perfect Blend Concealer. Ich habe den in der Farbe Ivory. Ist eigentlich eher Back to the Roots, weil das so ein Stick-Concealer ist. Mal gucken, wie ich den so finde. Und ja, den trage ich mir jetzt einfach unter den Augen auf. Und normalerweise soll es ja schnell gehen. Also normalerweise sollte man den ja dann mit den Fingern einarbeiten können. Ne? Für mal eben schnell morgens. Und der lässt sich auch gerade ganz gut mit dem Finger verteilen, muss ich sagen. Das funktioniert echt toll.
Jetzt noch ein bisschen Mascara, ein bisschen was auf die Lippen und dann könnte man theoretisch seinen Büroalltag starten. Ich möchte aber jetzt einfach ein paar mehr Produkte noch in meinem Gesicht ausprobieren und deswegen habe ich mir hier auch ein neues Produkt bestellt und zwar ist es der Mousse Blush, den ich in der Farbe Coral Festival mir gekauft habe. Da sind 12 Milliliter drin. Die Tube da, also die ist sehr, sehr groß, ne? Und das gebe ich mir mal auf meinen Handrücken. Ja, das ist halt wirklich ein Mousse, was ja ganz gut ist, weil dann wird sich das wahrscheinlich auch ein bisschen besser mit der Foundation verbinden, weil die Konsistenzen dann recht ähnlich sind. Ich habe jetzt hier auch ein paar Pinsel stehen. Das ist jetzt hier von Real Techniques einer, so ein Foundation-Pinsel, ne? Und dann arbeite ich mir das so ein bisschen in den Pinsel ein und gebe mir das auf meine Wangen. Und dadurch, dass es ein Mousse ist, ist es auch wirklich ein bisschen matter tatsächlich. Also du hast ja keinen Glowy Blush, ne? Ja, ich würde mal sagen, es ist nicht unbedingt mein liebster Creme Blush, ne? Ich habe ja einige Creme Blushes schon da. Der hier ist okay. Ich glaube, den kann man auch wirklich gut in der Kombination mit dem Magic Finish verwenden, eben wegen den sehr ähnlichen Konsistenzen, ne? Jetzt habe ich noch ein weiteres Glowy-Produkt vor allem, ja, ein Highlighter in flüssig. Highlighter habe ich nämlich nicht in pudriger Form hier. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Farben. Einmal aus dem Adventskalender das Glow Serum in Diamond Glow. Da nehme ich einfach ein bisschen was auf meinen Finger und trage das hier auf dieser Seite auf. Sehr subtil. Sehr, sehr, sehr subtil. Und hier sieht man eigentlich auch, würde ich mal so sagen. Das hier ist jetzt kein Mousse, ne? Der trägt auch ein bisschen das Blush und auch das Magic Finish ab. Einfach von der Konsistenz her, weil die sich nicht ganz so super vertragen. Das muss man halt auch ein bisschen bedenken. Und für die andere Seite habe ich die Farbe Rose Glow. Das ist diese hier. Das ist eine Full Size, glaube ich. Habe ich in einem Set drin gehabt, das ich bestellt habe. Schaut einmal so aus. Und das kommt dann auf diese Seite. Ihr seht das, glaube ich, auch, ne? Also, ich finde, hier habe ich so richtig so eine Kante drin. Aber na, jo. Jetzt ist es drauf. Das Diamond Glow ist natürlich intensiver. Und das Rose dann noch dezenter. Und beide sind halt einfach relativ dezent, jo. Vielleicht doch eher als Primer zu sehen oder in eine Foundation reingemischt. Weil so finde ich das jetzt für mich persönlich zu subtil. Ganz einfach. Dann habe ich etwas, das ist schon beim letzten Mal, auch, ja, habe ich das gekauft, ne? Magic Finish Final Touch, das Setting Powder. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel davon verwendet, weil das doch sehr, sehr, sehr trocken werden kann. Da haben wir so ein Netz drin und dann pudere ich jetzt nur ganz, ganz leicht mein Gesicht ab, damit ich gleich einfach besser die anderen pudrigen Produkte, Blush und Bronzer, auf mein Gesicht bringen kann. Definitiv interessant, dass der Blush und der Highlighter auch noch ganz gut durchkommen. Und das Puder mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, dezent anwenden, damit es nicht zu trocken aussieht. Aber so macht es einfach ein schönes, weich gezeichnetes Ergebnis. Und jetzt nehmen wir einen Bronzer. Das ist der Satin Bronzer. In der Farbe Deep habe ich den. Also die Verpackungen sehen, glaube ich, alle recht ähnlich aus, ne? Und der hat in der Mitte auch so ein highlightendes Produkt. Das heißt, du kannst das entweder gemischt verwenden oder halt, so wie ich das jetzt versuchen werde, den Bronzer und dann den Highlighter nochmal punktuell. Wir müssen mal gucken, wie das so hinhaut. Das ist gar nicht so leicht, weil das Produkt ist natürlich eigentlich eher anders gedacht, ne? Und dann trage ich mir den sehr leicht einmal auf, weil Deep ist natürlich recht dunkel, aber ich glaube, es gab auch nur zwei verschiedene Nuancen oder so. Und ihr seht auch selber, also das ist jetzt nicht Deep Deep, ne? Und ich bin ja normalerweise fair, also sehr, sehr hell vom Teint her. Heißt, ich nehme jetzt wirklich nur ein bisschen was von diesem, ja, Schimmergedönsen auf und trage das da auf, wo ich normalerweise highlighte. Und das passt ganz gut. Das kann man machen, ne? Es ist jetzt nicht so super intensiv, aber dafür, ja, ist es dann halt irgendwie auch einfach tragbarer. Und ich glaube, Asam Beauty bzw. M. Asam möchte auch nicht unbedingt, dass man super kunterbunt durch die Gegend mit den Produkten läuft dann letztendlich, ne? Ich habe keine Lidschattenpalette, ganz einfach, weil ich die Lidschattenpaletten von M. Asam nicht so feier und deswegen trage ich mir jetzt den Bronzer, den ich hier drin habe, in meine Lidfalte auf und auch so ein bisschen außen. Also ich bastel mir damit quasi eine Transition Shade. Ja, und wie gesagt, den Highlighter-Ton nehme ich dann einfach mit dem Finger auf und gebe den auf mein bewegliches Lid. Das ist dann quasi einfach der Schimmerton, den ich gerne habe bei dem Look, ne? Der Augenlook ist noch nicht fertig, aber ich bin mit dem Bronzer fertig. Jetzt gehe ich zu dem Satin Blush, den habe ich in der Farbe Peachy Rose. Ja, theoretisch bräuchte ich jetzt eigentlich keinen Blush nochmal on top, weil ich habe ja schon Blush drauf. Egal, ich habe ihn hier, ich möchte ihn verwenden. Es ist auch ein kühlerer, ne? Also ich habe sowohl den Cream Blush als auch diesen Blush in einer sehr kühlen Farbe bei mir.
Und den trage ich einfach nochmal hier on top auf meine Wangen auf und bringe da ein bisschen Frische nochmal mit rein. Ja, ist schon schön, ne? Sagt die Wapti. Jetzt mache ich mir die Augenbrauen. Da habe ich zuallererst hier den Eyebrow Designer in Light Brown. Den habe ich schon eine ganze Weile hier. Der müsste aber auch in dem Awesome Beauty Adventskalender Magic Finish drin gewesen sein. Jo, ist ein bisschen dunkel, aber wir kriegen es hin. Auch wobei der aktuell sehr gut meinen Augenbrauen-Haarfarbton trifft, ne? So, und das hatte ich, glaube ich, auch in dem Adventskalender drin. Das ist das Brow Fixing Gel in der Farbe Light. Und ja, das ist, ne? Ein Augenbrauenfixierungsgel. Ja. Halt mit Spoolie. Ich habe sonst immer das Problem bei solchen Produkten, dass ich dann auch irgendwie gefühlt meine kompletten Gesichtshaare mit einfärbe, weil ich mir jetzt nicht unbedingt jeden Tag, jede Woche und ständig mein Gesicht rasiere, um das mal so zu sagen. Ab und an, ja, mache ich das ganz gerne mal. Aber jetzt zum Beispiel, ja, nö. Das schmiert schon ein bisschen, ne? Aber es geht. Macht das jetzt einen riesen Unterschied zur anderen Seite? Nö. Weiter geht's mit dem Augenlook und dafür kommt ihr jetzt ein bisschen näher ran. Ich habe hier auch aus dem Adventskalender Eye Designer in der Farbe Bronze. Das ist so ein Kajalstift. Den kann man sich einfach so hier aufs Lid aufgeben. Da sieht man da nicht so super viel von. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Lidschatten, in Anführungsstrichen Lidschatten-Look gemacht hätte, dann sieht man diesen leichten Schatten. Ich habe einen Schatten, Leute. Und man sieht ihn jetzt auch noch. Ja, also das kann man machen. Man kann ihn sich auch weiterziehen. Ich habe jetzt gleich noch einen anderen, einen schwarzen Eyeliner, den ich deutlich lieber als Eyeliner richtig auch nehmen möchte. Den hier, wie gesagt, dann einfach mal auf dem beweglichen Lid auftragen. Und das kann ja relativ grobmotorisch auch sein. Wobei das auch eigentlich schon mal ganz gut aussieht, ne? Einmal so das Auge damit umrundet läuft. Kann man natürlich auch als Basis nehmen von dem Highlighter, um da nochmal ja, eine Basis halt zu machen. Ergibt Sinn. Und jetzt habe ich hier noch einen Eyeliner. Das ist der Miracle Eyeliner Pen in Black. Auch der müsste im Adventskalender drin gewesen sein. Ist einfach so ein Filz-Eyeliner. Der malt aber leider echt nicht so besonders. Schade. Schade, 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 schade. Ne, der ist offensichtlich irgendwie schon ausgetrocknet. Aber war der nicht im Adventskalender? Ich habe in letzter Zeit nicht so wirklich Glück mit Eyelinern, die ich jetzt neu in Anwendung nehme. Ich habe das jetzt einfach mal mit einem anderen Eyeliner von mir korrigiert, ne? Weil ich wollte schon einen Eyeliner haben, Leute. Sieht jetzt auch nicht perfekt aus, aber was ist schon perfekt im Leben? So, Mascara. Beziehungsweise vorher mache ich noch ein bisschen Fixing Spray und meine Wimpern biege ich auch noch. Hier habe ich die XXL Volume Mascara Magic Finish. Das ist einmal diese hier. Und da hat letztes Jahr, ne, im Asam doch einige Mascaren rausgebracht. Ja, das ist so eine voluminöse Kunstfaserbürste. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist definitiv solide, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man gut tragen, kann man gut auftragen, klumpt nicht, macht aber auch kein Wawawum, mega heftig, Oberaffen, tittengeiles Ergebnis, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich finde sie okay, ich kann sie empfehlen, aber ja, halt nur so, ja, ne? Ist halt solide. Und so sieht sie halt dann in drei Schichten aufgetragen aus. Passend zu diesem sehr kühlen Look haben wir jetzt auch noch eine etwas kühlere Lippenkombi. Okay, also erstmal habe ich den Lip Liner oder den Lip Designer in der Farbe Rosewood. Das ist so ein hochdrehbarer und den kannst du im Prinzip auch über die ganze Lippe auftragen. Lipgloss drüber, fertig ist die Laube. Oder man nimmt diesen ganz neuen Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Fine Lily und gibt sich den einfach oben drüber und hat noch so ein etwas glossigeres Finish. Beziehungsweise so ein bisschen glänzender. Das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr, sehr kühle Lippenkombi. Ich hätte das Ganze auch noch in der Farbe Almond und dann in Kombination mit diesem Champagne-Schimmer. Das wäre auch sehr, sehr schön. Aber ich habe mir gedacht, dass ich jetzt heute auch zu diesem grauen Oberteil, was ich anhabe, ne, einfach so eine kühle Kombi haben möchte. Ein Duft darf natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich jetzt hier von M. Asam Glamorous Moments Eau de Parfum. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Den habe ich auch beim Haul schon drauf gemacht und auch gesagt, oh, der riecht richtig gut, Leute. Also wirklich ein schwerer Duft. Wirklich schwer. Aber ich mag den. Und der erinnert mich auch so ein bisschen an einen Duft.
denen eine Freundin, Hypnotic Poison ist es, glaube ich, gewesen, ne? Ja, daran erinnert er mich. Ich mag den gerne. Ja, ist eine schöne Sache, ne? Ihr Lieben, das ist jetzt einmal der fertige Look und der gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist einfach mal dezenter, es ist mal etwas schneller und nicht so viel Larifari-Klimbim auf den Augen. Und ja, ich muss gestehen, ich werde definitiv gleich auch noch ein bisschen Mascara nachlegen, weil mir das einfach zu wenig ist. Aber für so einen simplen Look, den man einfach so im Alltag trägt, finde ich, ist es eine feine Kiste. Das ging ruckzuck, das hat sich gut miteinander verbunden, bis auf den Blush und den Highlighter. Das war ein bisschen schwieriger, aber da muss ich mich halt wahrscheinlich ein bisschen rantesten. Den Instant Tint Optimizer werde ich mal versuchen in Kombination mit dem Tinted Serum Foundation Produkt von Catrice, was jetzt neu auf dem Markt ist. Vielleicht können die ganz gut miteinander. Das habe ich irgendwie gerade so im Gespür. Muss ich mal gucken. Ansonsten finde ich, es ist eine schöne Geschichte. Es ist ein schönes Make-up geworden und ich, ja, freue mich, euch dieses Video präsentieren zu können, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!